Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mountain Blade 2 Bannerlord. Und ja, ihr seht hier schon, da ist ein Harry, der hat gerade mal eine Burg hier belagert und ja, den möchte ich, glaube ich, annektieren. Und ansonsten hat sie nichts weiter getan. Hier hat der eine Festung erobert, die ist jetzt wieder unter Belagerung. Ein kleines Hickhack hier, ein bisschen hier und da. Ein paar Sachen hat der verloren auch. Wieder der Harry hier, ein paar Sachen gewonnen. Das ist alles ein bisschen hin und her. Und ihr seht schon, der Harry hier ist übergewechselt. Der war ja noch bei uns, ja, in der letzten Folge. Und jetzt ist der da übergewechselt. Ist auch nicht schlecht. Macht er ein bisschen Harakash hier bei dem Empire. Und ja, na, müssen wir halt mal gucken. Ich hoffe, dass ich den hier bekomme, weil das wäre nicht schlecht, da nochmal einen Verbündeten zu bekommen. Und ja, ich guck mal, vielleicht können wir den überreden. Morgen! Ja, wie geht's denn euch? Na, Kaffee gut, Tee auch gut. Ich möchte gerne mal mit euch was besprechen. Frieden schließen wollen wir noch nicht, na? Obwohl, könnte ich eigentlich auch mal fragen, was wär's denn? 163.000 könnte man eigentlich mal zahlen, weil... Machen wir mal so. Es gibt was, was ich besprechen würde. Ja, ne? Man könnte, kann ja mal fragen, ne? Blöde ist das da mit Ehre. Das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil, na, ich habe ja vielleicht ein, zwei Leute einen Kopf kürzer gemacht. Eventuell. Deswegen. Ah, das klappt. Da müsst ihr mal ein bisschen abwägen. Gut, das da Ehre, 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 Gnade. Das klingt doch unwirksam. Naja, nee. Das da, Erfolg. Ha? Das ist halt immer so eine Abwägung. Das unwirksam. Ich glaube, das wird nichts, ja. Gut, können wir nochmal? Nee, okay. Vorschlag profitieren? Nee. Kann ich mit jemandem anderen hier sprechen? Nee. Nicht. Okay. Gut. Haben wir wenigstens mal Frieden geschlossen mit einem von denen. Gleich mal speichern. Und 300 Verteidiger. Das schaffen wir locker. Da brauche ich keine Hilfe holen. Gar nichts. Belager die Festung. Jetzt müssen wir hoffen natürlich, dass jetzt keiner hier blöde Sachen macht. Und dann ist alles geritzt, will ich mal sagen. Was ich baue, wäre vielleicht... Waldbanditen angegriffen. Ja gut, das ist mal was Neues. Mal wieder was Neues. Die wurde auch schon ewig nicht mehr angegriffen. Blub. Bitte, 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 bitte. Ich will nur den Rambock haben, ganz ehrlich. Der reicht mir schon und dann greife ich an, weil wir haben nicht immer so viel Zeit. Ja, da wird schon belagert. Was wird hier belagert? Festung. Ja, gut. Dann mache ich hier mal schnell fertig. Dann greifen wir hier mal Angriff an. Wir greifen Angriff an. Okay. That logic. Oh ja, gut. Eine voll ausgebaute Burg. Das sollte eigentlich soweit klappen, wenn der Rambock dann oben ist. Und ja. Angriff beginnen, würde ich mal sagen. Wir müssen mal gucken, dass ich meine Einheiten etwas intelligenter hinstelle als beim letzten Mal. Ich mach mal, auf welche... Hier, Archers. Ja, das ist wichtig. F3, F3. Und euch stell ich jetzt mal potenziell mal hier hin. Weil die Archers will ich nicht, dass die jetzt hier kaputt geschossen werden. Stell ich jetzt mal so hin. Gehen jetzt alle her, weil die stehen echt etwas beschissen. Los, Leute! Aber leider meine schweren Leute gehen hoch. Aber es geht wirklich ein konstanter, mehr oder weniger konstanter Strom hoch. Oh nein, da oben sind Bogenschützen. Das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Das ist wirklich nicht geil. Das ist echt nicht geil. Da muss ich ein bisschen deichseln hier.
Und da unten ist auch ewig viel los. Ein bisschen Deichsel müssen wir hier. Du schießt ja auch nichts mehr rum. Weg mit euch. Wenn ich die hier gut in Schach halten kann, wäre es wirklich super. Ja, weg, 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 weg. Schneider, weg, weg, weg. Ah, der Rambock ist auch schon dran. Aha. Ich halte euch alle in Schach. Hier werden die schon ausgedünnt. Hier werden die jetzt schon ausgedünnt. Gute Sache. No, zu dritt aber nicht. Das wollen wir nicht. Weg mit dir. Okay, wunderbar. Ihr arbeitet euch durch, Leute. Ich spring mal runter. Oh. Gut, 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 gut. Auf. Los, 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 los. Gute Sache, gute Sache, gute Sache. Geh mal rein. Tor wieder auf, Tor wieder auf, Tor wieder auf. Rein, Leute, rein, Leute, rein, Leute, rein, Leute, rein, Leute. Durch, 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 Männer, durch, Männer. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wow, wow, wow. Aufpassen, nicht, dass ich jetzt hier sterbe. Sterben ist immer eine kacke Idee. Beziehungsweise sterben kann ich ja nicht, aber schwer verwundet. Das will ich auch nicht. Weil dann drehen meine Einheiten immer ein bisschen durch. Wow, 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 wow. Man darf einen Kampf auch nicht immer unterschätzen, aber ich glaube, wir kommen durch, Männer. Oh nein, nein, nein. Und hier ist die Tür zu, hier ist die Tür zu. Wer hat die Tür zugemacht? Mach die Tür wieder auf! Kommt, Leute, rein, 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 rein. Ja, die blöde Tür bleibt doch offen. Hier durch, hier durch, hier durch. Alle rein. Hört auf, diese Kacktür zuzumachen. Nein, du hörst jetzt auf, diese Tür zu. Hör auf, hör auf. Hörst du auf? Diese Tür, ey. Ah. Nur wegen dieser blöden Tür hier und diesen blöden Harry hier, Alter. Jetzt sind meine ganzen Leute hier weg. Keiner mehr da, toll. Leute? Ah, ich glaube, die betzen sich da jetzt gerade ein bisschen durch. Oh, wow, wow. Ach, guck, ich muss hier rein, ich muss hier rein, ich muss hier rein. Okay, okay, okay. F1, F2. Kommt mal hier ein bisschen näher, kommt mal ein bisschen näher. Vorsichtig. Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig sein. Ich bin ziemlich tot. Ein Pfeilchen genügt und wir sind tot. Gut, Männer, Männer, Männer. Kommt, 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 kommt. Alle her, Leute. Her, 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 her. Gut, 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 gut. Alle her zu mir. Alle her zu mir, Leute. Alle her zu mir. Und dann Angriff nochmal. Jetzt aber gut. Das wurde jetzt gerade noch mal ein bisschen kritisch. Die Leute fliehen aber. Wir haben es. Wir haben es. Wenn ich jetzt nicht doof noch weggehittet werde. Stell doch vor, man würde sterben, sobald man hier in einem Gefecht schwer verwundet wird. Hätte ich das so eingestellt. Ganz ehrlich, wir wären jetzt nicht hier, wo wir jetzt sind. Dann wäre ich schon lange unter die Erde. Ist zwar realistischer, ne? Aber gut. Wir haben einige Verluste, schätze ich mal. Ich denke 20 verletzt und 40 verwundet, würde ich jetzt mal schätzen. 38 tot sogar und 77 okay. Habe ich ein bisschen blöd geschätzt. Aber definitiv ein Sieg. Dennoch, ja, war noch anzunehmen. Bisschen doof habe ich dann gekämpft zum Schluss, aber war doch jetzt in Ordnung, will ich mal sagen. Tack. Dann hier. Hier kriegt noch mal ein bisschen was. Und hier kommen auch noch mal ein paar Schildträger rein. Ja. Es geht, es geht. Dann hier können wir doch auch noch mal ein paar rekrutieren. Okay, hier haben wir oh, ein bisschen zu viel. Das heißt, ich glaube, ich die sind ja Stufe 5. Die kann ich doch gar nicht rekrutieren. Sehe ich jetzt erst.
Ei, Stufe 5, die brauche ich doch nicht. Hier, Stufe 4 nehme ich. Eieiei, ich trottel. Ich trottel. 1, 2, 3, die nehme ich. Dann die nehme ich ein paar. Dann die hier nehme ich. Einfach Stufe 5, ich Vollidiot. Ich sag die ganze Zeit immer zu euch, ja, Stufe 5 kann man nicht machen, ne? Beute nehme ich alles. Fortsetzen. Nein, 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 nein. Stehen bleiben. Ich wollte da unten nur auf Charakter drücken. Medizin. Gruppenleiter. Medizinische Heilungschancen. Auch für Feinde. Warum sollte ich das tun? Geschwindigkeitsstrafe für Verwundete wird um 50% gesenkt. Das ist besser. Speichern. Okay. Bla 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 bla. Okay. Ach Junge, warum willst du die? Und ich wette, wenn ich die Festung nehme, ist der eingeschnappt und geht woanders hin. Wette ich. Aber das ist meine Festung, Junge. Warum solltest du die bekommen? Mal ehrlich, warum? Das gibt keinen Sinn, mein Freund. Ich unterstütze dich hier einmal, okay? Dann ist doch alles wieder gut. Okay. Bup. Gut, gut. Dann wird oben meine Festung belagert. Aber das ist doch schon mal gut. Jetzt haben wir hier ein paar Sachen schon mal. Speichern unter. Tschack, 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 tschack. Weil die kann ich echt nicht den Affen da geben, ganz ehrlich. 6 Verteidiger, ein bisschen zu wenig. Schauen wir mal rein. Burg verwalten. Oh. Hier muss einiges gemacht werden. Ich dachte, die hätten mittlerweile mehr gemacht, aber scheinbar haben die alle kein Geld. Das da mache ich hier. Gärten haben die lustigerweise nicht. Hauptsache die Mauern. Hauptsache die Mauern. Das da ist das Wichtigste. Dann, Garnisonstruppen brauchen wir nicht. Bonus auf Milizen brauchen wir hier erstmal. Dann das da, dann Kalköfen, dann Übungsfeld, dass wir hier wenigstens was haben. Na gut, dann kann ich noch mal ein bisschen mehr reinpauen hier. 2,5, 0,5, die könnte ich auch mal reinhauen. Aber vorhin 0,5, dann nehme ich die lieber mit. Verlassen. Speichern unter. Nochmal kurz speichern. Doppelt speichern, sicher, sicher. Man weiß ja nie, was für dumme Bugs in den Game mal passieren. Ja, ich weiß, ich bin ein Zuchti, aber lieber speichere ich 10-mal, als dass, ja, ich dann ganz dumm irgendwas verliere. Wo ich keine Schuld habe, betone keine Schuld. Ich mach mal kurz Garnison verwalten hier trotzdem. 6 Leute ist ein bisschen zu wenig. Ganz ehrlich, geht ihr mal alle rüber. Habe ich billig Bogenschützen? 6 Stück. Ja, auch nochmal. Veteranen will ich nicht. Bogenschützen, Miliz rüber. Und kaiserliche Bogenschützen rüber. Ich glaube, das ist besser so. 20 Leute, das reicht, denke ich, fürs erste Verlassen. Nochmal speichern. Und dann laufen wir mal los. Wie ist der schnellste Weg nach ganz da oben? Das ist... Vor allem, warum wollen die immer diese Burg hier? Jeder. Mal die da, mal dann wieder die da, mal Flandia. Wer ist denn dieses Mal dran? Südliches Kaiserreich. Zora! Ach nein, Zora, nicht schon wieder. Mann, die habe ich doch schon mal verschont. Zora, lern's doch mal. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier oben erstmal nochmal gucken. Hoffentlich sind das nicht zu viele. Nö, das geht klar. Oh, die geht sogar von alleine auf mir zu. Willst du mir beitreten etwa? Das wäre geil. Speichern wir mal. Madame, wollen Sie mir beitreten? Wollen Sie mal beitreten? Oh, da ist einer vom nördlichen Kreisreich. Guten Tag, Mrs. Zora. Wie geht's Ihnen denn? Alter 34, ich kenne Sie. Oh, da haben sich auch die
rein etwas Gelichtes. Mrs. Sora. Ja? Ich weiß, früher wollte ich sie mal heiraten, na, aber jetzt wollen sie meinem Imperium beitreten. Ja? Ich kenne euch, ich glaube, sie kennt mich. Sie ignoriert mich voll. Verrat zu Shaheen. Würde ich das da machen? Wow! Das war gut. Das stimmt. Da habt ihr recht. Okay, ich habe jetzt ein Eid geleistet. Ihn zu brechen, jetzt wäre ein großer Schandfleck auf meine Ehre. Ich setze die Frage. Nein, ich glaube, das würde ich machen. Okay, es läuft gut. Hier würde ich dann die 84 machen. Großer Erfolg. Wunderbar. Madam, wollen Sie bei uns mitmachen? Das wäre hammergeil. Also, Madam, bitte, wir kennen uns ja, ne? Da. Toll. Herzlich willkommen, Madam. Dafür helfe ich Ihnen doch auch gerne. Helfe Sora. Guten Tag, Mrs. Sora. Ja, den müssen wir jetzt exterminieren. Die hasse ich eh alle von den Affen hier. Angriff. Aha. Tolle Sache. Ich hätte speichern sollen. Aber egal. Schöne Sache. Männer und Frauen. Wir stellen uns mal hier ein bisschen mal auf hier. Ich gehe mal hier ein bisschen hoch. Dann habe ich hier ein bisschen Überblick. Infanterie. Archers. Archers. Hier hin. F3. Dann 3 und 4. Kommt alle mal her. Dann die 1. F3 und Shields ab. Dann 2. Archers, stellt euch mal hier so ein bisschen auf. Oder hier so. Ja, stellt euch doch mal so auf. Wir fangen hier mal links die Reiter ein bisschen ab. Ich habe da auch übrigens ein Skill gelernt von der Logistik, dass ich jetzt 20% mehr Pfeile dabei habe. Das ist richtig OP. Das ist wirklich richtig OP. Das ist echt geil. Los, Männer, rein. Na, daneben, getroffen. Die Pferde hier, das ist eklig. Das ist echt eklig. Au. In den Arsch geschossen, das ist nicht toll. Leute, kommt zurück. Nicht, dass die uns hier ausmanövrieren. Schön wieder zurück zu den Bogenschützen locken. Das werden wir jetzt hier schön langsam vorbeireiten. Das wäre geil, wenn die uns jetzt folgen würden. Das wäre wirklich sehr geil. Ah, doch, da. Ein bisschen können die schießen. Da hinten bleiben die aber alle stehen. Da kommen unsere Truppen jetzt. Das sollte easy werden normalerweise. Wir warten aber jetzt, bis alle mal da sind. 76 Bogenschützen, das ist echt schon geil. Und die schießen auch schon direkt. Die fächer ich aber nochmal ein bisschen größer gleich. Gut, Leute, hinter mir mal aufstellen. Gut, das läuft gut. Die Leute stellen sich auf und wir kommen jetzt als Reiterschreck von hinten. Und... habe ich dich, mein Freund. Voll jetzt von hinten rein. Und jetzt 3 und 4 und 1 Angriff. Totales Chaos. Wunderbar. Wow, der hat ganz schön viele Kuhzeit-Truppen hier. Da kommen die neuen Einheiten. Ah, daneben geschlagen. Gut, Bogenschützen, stellt euch mal hier hin. Rüber, Leute. Das sieht aber gut aus. Hier oben ist noch einer. Da war einer. Hier üben sie noch ein paar.
Da! Den brauchen wir. Das ist der Chefe. Chefe. Bleiben Sie mal stehen. Bleiben Sie stehen. Stehen bleiben. Habe ich dich. Okay. Schöne Sache. Haben wir Sora auf unsere Seite gezogen. Aber ich finde es halt geil, wie sich die dann instant einfach angreifen. So, ja, jetzt war die kaputt. Wow, das war ein guter Schlag. Gut gemacht, Leute. Richtig geil. Richtig geil, Leute. Ah, ein paar Verletzte. Ein paar Tode. Geht noch. Gut gemacht, ja. Ja, ich weiß, ne? Wir sind Dream Team. Mal gucken, wo die jetzt ihre Ländereien hat. gleich mal schauen, was die auf die hohe Kante haben. 1, 2, 3, die nehme ich mit. Dann hier. Tschack. Aufrüsten. Dann hier. Die hier können wir auch besser aufrüsten. Das Geld ist wirklich immer am besten angelegt, wenn man die Leute aufrüstet, wirklich. Weil es ist wirklich, das ist wirklich so. Wenn man seine Leute gut, das war dumm, immer gut ausrüstet, merkt man schon einen großen Unterschied, will ich mal sagen. Du, da kommst auch mal rüber. Haben wir hier gut Zeit, den könnte ich mal rüberhauen. Gute Bogenschütze, ja, fertig. Okay, mal schauen. So und fertig. Gut. Die Burg muss ich dann wieder retten. Dann später. Das mache ich aber, denke ich, ohne euch. Gleich mal speichern. Nochmal doppelt speichern. Sicher ist sicher. Das mache ich ohne euch auf jeden Fall. Mal gucken. Was für Ländereien hat denn die Madame? Oder wie stark sind wir jetzt geworden? Okay, so ganz so stark war die jetzt auch nicht. Aber, oder wie waren wir bei 1700? Keine Ahnung. Bei welcher Kampfstärke wir waren. Clans. Wir haben jetzt Düder. Ich gebe auch gleich mal eine kleine Unterstützung. Weil die ist echt ganz allein. Die hat nur einen Ort. Oh. Der hat auch nicht mehr so viel. Ja, ist klar, ne? Ist klar, dass die ein bisschen was verlieren. Aber, gut, dann gebe ich dir nochmal eine kurze Unterstützung hier. Und nochmal kurz eine Unterstützung, weil wir haben echt mehr als genug. Dass die ein bisschen was, machen kann und mich nicht mehr ganz so viel hasst. Okay. Eine Burg. Jetzt hat der da hier leider auch nur noch zwei Sachen. Ja, aber das ist halt einfach so, ne? Das ist einfach so. Jetzt hat der da hier üben nur noch die Sachen hier direkt, die er auch direkt verteidigen kann. Das Ding ist halt auch, die KI, die geht auch gerne mal zu raiden, ne? Deswegen hat der jetzt beispielsweise öfters mal die Burg da angegriffen oder die andere Burg da oben. Egal, die hat er verloren. Also der hat auch einiges schon verloren, aber das reicht hier. Die Stadt und das, die Burg hier, das reicht hier vollkommen, was der da hat. Und die Tante hat meine Stadt. Ist aber auch jetzt nicht schlecht, will ich mal sagen. Hier ist das Reich dann verbunden. Also das ist wirklich schön. Das Reich hier ist wirklich verbunden. Die hat zwar meine Stadt, die ich vor Ewigkeiten mal eingenommen habe. Aber, naja. Schöne Sache. Ja. Und ich denke, das war es dann auch soweit von dieser wunderschönen Folge. Mount & Blade 2 Bannerlord. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich versuche jetzt dann mal, die Burg da unten nochmal zu retten. Und ja, bis dahin würde ich dann auch mal sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.